Es ist ganz früher Morgen und von diesem begrüße ich euch ganz herzlich hier von der Kinzigtalbahn. Wir sind heute mal im S-Bahn-Verkehr unterwegs auf der S9 in der Baureihe 423, die mitgeliefert wird mit der Strecke Frankfurt-Fulda. Es schneit, es ist kalt und es ist dunkel. Wir befinden uns, glaube ich, im Dezember, wenn ich das richtig eingestellt habe, im Fahrplan. Frühmorgens gegen kurz vor 7 und wir fahren praktisch aus der Abstellung heraus auf der S-Bahn, auf der S9 nach Wiesbaden. Da sehen wir es auch nochmal, die S9 nach Wiesbaden und starten einfach mal. So, angekommen im Führerstand, machen wir uns erstmal ein bisschen Licht an. Fahrtrichtungswender rein und auf Vorwärtsfahrt gestellt. Instrumentenbeleuchtung erhöhen wir uns. Dann machen wir einmal das Fernlicht direkt an. Führerstandsbeleuchtung machen wir. Können wir keine. Moment. Pultbeleuchtung können wir sicherlich anmachen. Entkuppeln. Wir machen nochmal das Licht an. Hier, Buchfahrplanleuchte. Machen wir die ein bisschen heller. Und dafür dann wieder das große Licht aus. Schalten uns die PZB und LZB an. Dann einmal das hier auf dunkler gestellt. Jawohl. Genauso hier, beziehungsweise eigentlich können wir uns das auch ausschalten, weil es eh nicht gebraucht wird. Huch, hallo, Sie sind schon hier im Zug, wusste ich nicht. So. Und dann schalten wir uns noch die Scheibenwischer an. Und können noch nicht losfahren. Ich glaube, wir müssen erstmal noch die Weichen kontrollieren. Da stehen wir. Und wir sollen einmal hier rüber, einmal die Weiche umgestellt und die Weiche passt soweit. Genau. Wir kontaktieren nochmal das Stellwerk und dürfen abfahren. Und auf geht's. Ja, die S-Bahn, die Baureihe 423, wird mitgeliefert mit der Strecke. Wir dürfen jetzt vor Max nur 25 fahren, weil wir aus der Abstellung herausfahren. Sie verlasse ich aus. Ach, schön. In der Dunkelheit. Gefällt mir sehr. Auch schön der Lichtkegel der 423. Der erhält aber ordentlich hier was. Können mal vergleichen. Die Spitzensignale sehen so aus und das Fernlicht dann so. Da ist der Kollege, den grüßen wir noch einmal ganz kurz. Hallo, ein Vectron fährt auch direkt ein. So, hier machen wir das Licht wieder dunkel, weil wir nicht wollen, dass die Leute, die am Bahnsteig stehen, und es steht aber kaum jemand hier, eine kostenlose Augenoperation bekommen. Einmal die Augen gelasert bekommen. Huch, aufstehen wollte ich nicht, falsche Taste. Und wir halten an. Einmal hier die schön den Sander mit dazu benutzen. Und Türen auf. Ich glaube, an dieser Stelle könnten wir eigentlich ein ganz schönes Foto machen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier im Fotomodus. Was stellen wir hier einmal um? Wir stellen einmal die Helligkeit um. Macht es mal ein bisschen heller. So, dann sieht man nämlich auch ein bisschen was. Hier auch nochmal ein bisschen die Helligkeit gerne hoch. Dann ist zwar das Ganze ein bisschen mit wenig Kontrast, aber ich finde es trotzdem eigentlich ganz schön soweit. So. Von der Seite gerne auch. Ah, bisschen sehr dunkel, aber vielleicht dafür der Zug.
So. So, dann dürfen wir jetzt abfahren. Kann schon mal die Türen schließen. Und fahren jetzt ab. VMAX 25, weil wir in der 500 Hertz Beeinflussung sind. Oh schön, das gefällt mir total hier in der Dunkelheit. So, wir sind auch schon befreit aus der Beeinflussung, beziehungsweise aus dem restriktiven Modus. Und dürfen 80 fahren. Hab hier sogar 100. Und der nächste Halt kommt schon in 1,3 Kilometern. Ich finde, das macht richtig Spaß, hier gerade im Schnee zu fahren. Also gerade, weil der Lichtkegel der 423 hier so schön hell ist und man wirklich was sehen kann von der Strecke, finde ich, macht das Fahren richtig angenehm. So, hinter der Brücke ist dann auch schon Steinheim am Main. Daher müssen wir jetzt langsam mal bremsen. Den Sandstreuer machen wir auch mal an. Das passt soweit so gut. 60 am Bahnsteigsanfang. Es wird knapp. Jetzt kommen wir ins Schleudern. Aber es passt gerade noch so. Aber eigentlich ein sehr guter Halt, oder? Eigentlich ein sehr guter Halt. Ich weiß, selbst Beweihräucherung, das stinkt immer so ein bisschen, aber ich finde, der Halt war wirklich nicht schlecht. Auch ordentlich hier was los, was so Fahrgäste angeht. Zu der Uhrzeit. Ja, ist ja schon so ein bisschen Pendlerzeit, ne? Und Abfahrt. Was mir aufgefallen ist, dass immer der TSW kurz nachlädt, an der Stelle, wo dann praktisch eine Aufgabe als abgeschlossen markiert wird. Können wir es eigentlich auf noch dunkler einstellen. So. Und hinten die Fahrgäste haben aber Licht, ne? Ja, die haben Licht. Okay. Nächster Halt ist dann Mülheim Dietesheim in ein bisschen weniger als 2 Minuten, 3 Kilometer entfernt, wieder von 100 km/h fahren. Moin, ICE kommt hier vorbei, ab hier dürfen wir 120 fahren. Sehr schön, der ICE 1 aus Kassel-Würzburg. Oh, was ist das da? Da ist irgendwas ordentlich hell. Wir schauen mal nach. Achso, das ist einfach praktisch das Glühen der Stadt. Bisschen sehr hell, aber okay. So, wir sind zu schnell. Und wir müssen ehrlicherweise jetzt schon langsam reinbremsen, weil die Bremsverhältnisse sind sehr, sehr, sehr schlecht. Und ja. Wir sollten gucken, dass wir rechtzeitig anhalten. Und nicht übers Ziel hinausschießen. Was mir natürlich noch nie passiert ist.
Scheibenwischer wieder an. Ah, ein bisschen sehr früh abgebremst in diesem Fall. Ja, Minimalleistung können wir noch aufgeschaltet lassen. Wir sehen, wir werden gleich überholt, weil rechts hier auch noch ein Zug freie Fahrt hat. Und da ist der Bahnsteig. Ja, das passt. Oh, hallo. Ah, der Flixtrain. Nee, doch nicht. Okay, das war folgendes. Das war die Mod vom guten Task Place, die ich schon im Stream da vorgestellt habe, dass der Vectron jetzt auch tatsächlich im Regionalzugdienst unterwegs ist. Und das war jetzt im Grunde genommen der Railpool Vectron mit einem Creators Club Repaint vom Flixtrain. Also es war jetzt nicht der richtige Flixtrain, der in der Deluxe Edition mitgeliefert wird, sondern das war ein Repaint, ein Flixtrain Repaint für den Railpool Vectron. Und der ist nur sichtbar gewesen, weil die Mod vom guten Task Place im Hintergrund da mitgewirkt hat. Bevor das jemand falsch versteht und sagt, ah, Moment mal, beim Trains and Play im Video war aber jetzt ein Vectron auch im Regionalzugdienst. Warum ist das nicht bei mir? So, wir müssen natürlich ganz hinten halten, weil wir ein Vollzug sind. Oh, sehr schön die Anzeige. Zeit 7.06 Uhr. Erst 9 nach Wiesbaden, Hauptbahnhof, Abfahrt 7.07 Uhr. Von Gleis 2. Das sind wir. So, Türen zu. Ah, ich mag das. Das ist irgendwie eine richtig schöne Stimmung hier. Das ist, sieht schon sehr cool aus. Ein bisschen zu hell ist das aber. Okay, wir haben halt zu erwarten. Verweigert. Okay. Keine Strecke verfügbar. Wir fahren jetzt einfach mal. Ist ja noch ein ordentliches Stück bis zum halbzeigenden Signal. Und zwar sowieso erst hinter Mülheim am Main. Nicht zu verwechseln mit Mülheim an der Ruhr, das gibt es auch im TSW, aber das ist geografisch ganz woanders. Was mir gefällt, ist, dass hier die Ortschaften, an denen wir vorbeifahren, tatsächlich so ein Glühen haben, dass sie halt nicht komplett dunkel sind, sondern insgesamt so, also es wirkt halt so, als sei das wirklich eine belebte Ortschaft. Es ist stellenweise ein bisschen zu hell. Moin. Aber mir gefällt es trotzdem lieber so, als dass es in kompletter Dunkelheit verschwindet. Und wir haben halt zu erwarten. Ja, also das wirkt irgendwie schon. Also das macht richtig Spaß, bei Nacht auf der Strecke zu fahren. Das ist wie auf Dresden-Riesa eigentlich. Ich würde sogar fast sagen, ja, mindestens auf dem gleichen Niveau, wenn nicht sogar ein Stück besser. Zumindest jetzt gerade mit der 423 macht super viel Spaß. Einfach, weil die auch so einen schönen, weiten Lichtkegel hat mit dem Fernlicht. So, nächster Halt Mülheim am Main. Wir halten hier an der Tafel, wo voll steht, weil wir ein Vollzug sind. Ja, ich glaube, das passt doch sehr gut. Türen auf. Ja, ich würde sagen, das passt perfekt von der Halttafel her, ne? Also da würde ich schon sagen, ist schon einer meiner besseren Halte. Passiert auch eher selten. So, was guckt der sich an? TSW 4. Guter Mann. Es gibt jetzt mittlerweile TSW 5. Wissen sie noch nicht, ne?
So, wir steigen wieder ein. Und das Signal ist mittlerweile umgestellt auf grün, auf Fahrt. So, wir sind in der 500 Hertz-Beeinflussung, bis wir im Signal vorbeigefahren sind. Also vorsichtig. So, 500 Hertz ist aus. Und wir befreien uns und können 120 fahren. Nächster Halt ist Offenbach Ost in 4,2 Kilometern. Ich glaube, unser vorletzter Halt. Unser letzter Halt sogar. Ah, klar, weil danach fährt ja der Zug nach Wiesbaden weiter. Und ja, Wiesbaden ist aber natürlich nicht im TSW mit dabei. Einmal hoch auf die 120. Die haben wir jetzt erreicht. Es macht wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß. Jetzt gerade diese Nachtfahrt in der S-Bahn. Ich bin da normalerweise nicht so ein großer Nahverkehrsfan, aber jetzt hier in der 423, das ist ein cooles Spielerlebnis. Das habe ich nicht gedacht. Hier wieder, dass es schön hell ist an der Seite, das gefällt mir einfach sehr, ne? Und auch hier die Gebäude, dass sie so schön ausgeleuchtet sind, diese ja, Gewerbegebäude, beziehungsweise nee, gar nicht Gewerbe, das ist eher Industrie. Oh, Ankündigung auf 80. War jetzt zum Glück keine Beeinflussung dabei. Ja, wir sehen, wir kommen immer wieder in Radschlupf. Sandsteuer ist die ganze Zeit an. Und Offenbach in einem Kilometer. Auch hier wieder schön, wie die Brücke ausgeleuchtet ist. Also ich muss mittlerweile sagen, so als kleines Fazit von mir, ich finde Bremen-Oldenburg, Quatsch, Bremen-Oldenburg sage ich schon. So, wir haben halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Frankfurt-Fulda ist definitiv einer meiner Top 3 Strecken. Neben Dresden-Riesa und Bremen-Oldenburg und ja, eigentlich auch die linke Rheinstrecke, muss ich echt sagen, Frankfurt-Fulda würde ich absolut jedem und jeder empfehlen. Immer. Also da bin ich jetzt doch. Also da gibt es andere Strecken, wo ich sagen würde, ja, da kann man ruhig auf dem Sale warten, aber bei Frankfurt-Fulda kann man natürlich auch auf dem Sale warten, wenn man das will, aber wenn man es nicht tut, dann bereut man es ehrlicherweise aber auch nicht. Meine Meinung. So, unser letzter fahrplanmäßiger Halt heute, zumindest für uns, ist Offenbach. Bahnsteig 3, Offenbach Ost. Und wir halten an. Auf. Was mir auch übrigens sehr gefällt, ist hier die Spiegelung der Bildschirme, weil ne, der Boden ist nass, der ist glitschig, der ist vermutlich auch ein bisschen rutschig. Ja, genau. Und damit verabschiede ich mich auch von euch ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kurze, kleine, knackige Fahrt aus dem TSW 5. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Macht es gut und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.